Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, war ich heute schon im Garten ernten. Bei uns gibt es heute einen Kohlrabi-Karotten-Eintopf mit Hackbällchen. Und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit, euch mal zu zeigen, was ich mit dem Grünzeug von den Karotten so mache, weil ja, es kann auf den Kompost, aber es ist auch lecker zu essen. Und dafür hole ich mir erstmal von dem gewaschenen Karottenlaub die Blätter runter. Das heißt aber nicht, dass ich die Stiele wegwerfe. Die Stiele friere ich jetzt, wie ich es mit dem Petersilienstängel auch mache, in einem Beutel ein, weil die eignen sich noch ganz toll, um damit eine Suppe zu aromatisieren, wenn ich eine Gemüsebrühe koche. So, aber ich mag das Karottengrün auch unheimlich gerne, wenn ich Karottengemüse mache. Einfach zum Schluss ein bisschen gehacktes von dem Grünzeug mit rein. Schmeckt richtig lecker, hebt nochmal den Karottengeschmack. Und da ich im Winter kein frisches Karottengrün im Garten habe, baue ich einfach vor, Entschuldigung, und hack mir das Karottengrün. Aber bitte nur machen, wenn ihr Bio-Karotten mit Grün kauft. Bei den normalen weiß ich nicht, wie sich das mit den Spritzmitteln verhält. Ich weiß, wir spritzen nicht und deswegen verwende ich mein Grünzeug von den Möhren immer gerne mit. Dann habe ich mir hier eine Platte vorbereitet mit Backpapier und tue jetzt das Möhrengrün, bis auf ein bisschen was, was ich noch zum Kochen heute brauche, einfach auf die Platte und verteile das so ein bisschen. Und dann stelle ich das jetzt gerade so, wie es ist, auf der Platte in die Tiefkühltruhe. Nach einer Stunde ist es durchgefroren, dann schnappe ich mir eine Dose und fülle das da rein und kann dann im Winter auch immer schön einzeln entnehmen und kann meinen Karotten, die im Winter kein Grün mehr habe, trotzdem noch toll mit dem Grünzeug würzen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.